Hallo Leute und willkommen zurück zu Craftorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ein kleines Problem. Unsere Eisenbänder sind leer, zumindest die, die hier durchgehen. Und wenn wir rausfinden möchten, warum hier scheint irgendwas zu fehlen. Und wenn wir da schauen, ist es die Schwefelsäure. Und warum ist das so? Oder warum könnte das so sein? Müssen wir schauen. Etwas, was ich festgestellt habe, ist... ein Weilchen zurück ist, dass wir hier unseren Lagertank für Schweröl, der ist voll, weil wir haben hier zwar unsere zwei Chemiefabriken, die das zu Leichtöl verarbeiten, aber ich hatte das Rezept nur in einer eingestellt, das heißt, Verhältnisse waren völlig für die Katz. Also wir haben hier etwas Backlog und ich denke, vielleicht bauen wir die Schwefelverarbeitung um. Das wird so nicht funktionieren. 4 Stück. Dann einmal Eingang, einmal Ausgang. Und hier auf dieser Seite. Spiegel verkehrt. Kann ich das Ganze jetzt einfach so kopieren? Yep. Kann ich. Dann hier machen wir Schwefel. Den legen wir hier auf dieses Band. So. Hier ran und hier Flüssiggas. Wenn wir das jetzt so machen. Anstellen. Machen wir doch das in die andere Richtung. Den hier nicht. Und wenn wir hier
anstellen wollen. Eigentlich können wir das Ganze einen Block näher rücken. Hier brauchen wir nur Wasser. Müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Vielleicht hier auf der hinteren Seite. Das so machen. Binden. Und Eisen brauchen wir nur hier oben, das heißt, das können wir so machen. Etwas sauber und hier Sprengstoff. Da brauchen wir dann noch Kohle. Führen wir den Rest doch einfach hier nach oben. Sollte das funktionieren. Sofern wir natürlich genügend Flüssiggas produzieren. Wie sieht es hier mit Rohöl aus? Wir scheinen hier in unserem kleinen Ölfeld noch genügend Öl drin zu haben. Irgendwann wird uns das ausgehen und wir müssen uns nach einem weiteren Feld umsehen. Hier hinten haben wir eins. Und wie ihr sehen könnt, die Verschmutzung hat seit letztem Mal gut abgenommen. Hier im Hauptgebiet von unserer Basis fast nichts mehr. Nur hier unten noch bei diesem Kupferfeld, denn hier haben wir keine Mechanismen, keine Luftfilter platziert, welche das reinigen würden. Aber auch hier hat die Verschmutzung insgesamt abgenommen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass wir weniger produzieren.
Gut, ein bisschen Eisen kommt hier wieder durch. So produzieren wir hier auf dieser Seite nichts. Weil die Rohre falsch sind. All unsere Raffinerien laufen. Das Schweröl oder der Tank ist nicht mehr ganz voll. Weichöl ist leer. Sieht alles gut aus soweit. Und damit können wir uns dem eigentlichen Projekt für heute widmen, nämlich Mineralwasser oder mineralisiertes Wasser. Aus mineralisiertem Wasser können wir, wenn ich es finde, hier Lithiumchlorid machen, zusammen mit Chlorwasserstoff. Und aus Lithiumchlorid, und das ist die einzige Verwendung, können wir Lithium herstellen. Und Lithium brauchen wir, wenn wir uns das hier drin mal anschauen, haben wir ihn hier, brauchen wir für nichts, für Lithium-Schwefelbatterien und für Forschungskarten und Tritium. Und ich denke, Forschungskarten, das wird die Hauptverwendung sein. Und ich glaube, das ist dann auch die letzte Karte, die wir brauchen. Hier haben wir ein kleines Feld, nicht allzu groß, reicht für den Anfang. Und dann das Lithium müssen wir irgendwo auf unseren Bus bringen. Und hier vorne ist es schon ziemlich eng. Drum denke ich, wir bringen das hier hinten mit drauf und produzieren das Lithiumchlorid und Lithium hier oben, wo wir es dann runterführen können. Gut, ich hole mir da mal ein paar Materialien, die wir brauchen, bis wir zu unserer Produktionsstätte kommen. Wenn wir uns die Produktion anschauen, sollte das nicht allzu kompliziert sein. Wir brauchen eine Chemiefabrik, die produziert 5 Lithiumchlorid in 5 Sekunden. Und Lithium braucht 5 Lithiumchlorid, aber braucht 25 Sekunden. Das heißt, eine Chemiefabrik kann 5 Elektrolyseanlagen befüllen. Und wenn wir dieses Verhältnis machen, dann haben wir einen Output von einem Lithium pro Sekunde. Und hier am Schluss bekommen wir wieder Chlor raus, was wir dann in unsere Chlorwasserstoffproduktion zurückleiten können. Das heißt, wir brauchen hier 5 Lithiumchlorid für ein Lithium, das heißt 50 Chlorwasserstoff. Und raus bekommen wir 10 Chlor. Das heißt, etwas Verbrauch werden wir da haben. Fangen wir doch hier mal mit dem Setup an. Können wir so aneinander rein. So, hier
oben können wir Input reinmachen, hier unten können wir Output rausmachen. Und dann machen wir doch einfach hier eine Chemiefabrik, wo wir das hier rauslegen und vielleicht ein schneller Greifarm. Hier muss das ran, dann da haben wir das hier und das kommt hier ran. Und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch Wasser. Und hier den letzten, den können wir uns sparen. Aber wir müssen hier überall verbinden. Strommassen. Okay, brauchen wir noch kleine dazwischen. Gut, dann müssen wir nur noch schauen, wo bekommen wir Wasser her? Wasser haben wir hier nirgends anlegen. Aber da unten haben wir einen kleinen Tümpel. Da lässt sich sicher was ableiten. Ich mach das mal rasch und dann sehen wir, wie wir Lithium rausbekommen. Die Leitungen sind angeschlossen, das Förderband auch. Und hier haben wir das erste Lithium, das wir hier, wie alles andere auch, einmal in eine Anbieterkiste packen. Denn wenn wir schauen, wo wir das für verwenden, die Forschungsdaten für Materie, die werden wir wahrscheinlich direkt vom Band ziehen. Tritium könnte ich mir vorstellen, produzieren wir hier via Logistik und nichts werden wir nie produzieren. Schwefelbatterien wahrscheinlich auch eher in so einem Setup, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir sehr viel von denen benötigen. Also wären hier die Ausgänge alle verkehrt rum. Aber das hätten wir dann wahrscheinlich gemerkt, wenn kein Material da hinten ankommt. Und inzwischen bekommen wir auch wieder etwas Eisen hier auf unserem Bus. Es wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Hier sieht es ziemlich gut aus. Und sobald diese letzten paar Kohlebrocken weg sind, können wir auch die letzten beiden Eisenbänder direkt anschließen. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Also bis dann und tschüss!